Smarana, ihr Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Heute hatte ich eigentlich einen schönen Tag. Ich war heute Vormittag, habe ich mir freigenommen, habe ich mal gar nichts Berufliches gemacht. War bei der Massage und es hat mir so gut getan. Ich habe so ein bisschen, ja, hier hinten solche Schmerzen an der Schulter. Also ich habe zu viel gearbeitet. Das liegt daran. Und das hat sie mir eigentlich ganz gut wegmassiert, sozusagen. Ja, und dann komme ich nach Hause und schau mal ins Internet, schau mal auf YouTube, was da alles so gepostet wird. Und glaubst du's? Es ist ja schrecklich. Eine negative Nachricht nach der anderen. Alles negative Posts. Ja, das kann's doch nicht sein, oder? Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache heute mal was ganz Positives für euch, denn so kann es doch nicht weitergehen. Je mehr negative Videos auch gepostet werden, je mehr dauernd mit diesen Corona-Zeugs immer noch weiter, immer noch mehr Maßnahmen, immer noch mehr Beschränkungen, je mehr wir das auch noch posten und darüber reden, umso negativer wird doch alles. Ich hoffe doch, dass ihr das versteht, aber ihr versteht es, ich weiß es, ich hatte ja das andere Video gemacht, wo wir mit der Quanten im Quantenfeld wirken und damit das Positive geschieht. Ne? Denn es ist einfach, wenn du in die Welt schaust, diese ganzen Covid-Nachrichten, die ja einem bis hier stehen, also mir jedenfalls, die Gewalt in Afghanistan, im Nahen Osten und die Naturkatastrophen auf der ganzen Welt, ja klar, da kann man leicht den Mut verlieren, wenn es um den Zustand unseres schönen Planeten geht. Natürlich ist es schrecklich, aber das muss ich doch nicht jeden Tag sehen, das muss ich mir doch nicht jeden Tag anhören. Sonst wird man ja selbst noch ganz negativ. Und deswegen möchte ich heute mit euch 10 wundervolle, schöne, positive Nachrichten euch überbringen. 10 schöne Dinge, um den Blick auf was Schönes zu wenden, auf das Positive, das es ja auch gibt. Das ist mein Ansinnen, denn unser wundervoller, schöner, blauer Planet, der hat ja so eine ganz tolle Ausstrahlung und so eine schöne Kraft. Und die können wir ja verstärken, wenn wir uns auf das Positive konzentrieren. Und das möchte ich gerne mit dir heute machen. Und natürlich möchte ich auch am Ende des Videos eine ganz wundervolle, ja, motivierende, positive Meditation machen, damit wieder mehr Licht in die Welt kommt und damit es dir auch gut geht. Denn ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere unter diesen Nachrichten auch leidet. Also, ich war in so einer tollen, positiven Stimmung, dann habe ich das gelesen und habe gesagt, nee, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein, dass wir dauernd da auf dieses Negative uns nur konzentrieren. Also das ist überhaupt nicht das, was ja auch von der geistigen Welt gewollt ist. Die geistige Welt sagt ja, die Fülle ist für alle da, die Liebe ist für alle da. Konzentriere dich darauf, denn das ist die Kraft. Oder das macht dir Kraft und das ist für dich da. Das ist einfach da. Du brauchst es einfach nur, dich anzunehmen, dich darin zu baden. Und daran erinnere ich dich jetzt mit diesem Video. Und ich möchte dich aufbauen. Ich möchte dich unterstützen, dass es dir gut geht. Dass wir zusammenhalten, dass wir dorthin gehen, wo das Licht einfach ist. Und die mit ihrem negativen Zeugs, ja, mein Gott. Es ist so, es ist leider so, wir sind in der Aufstiegsphase, das wissen wir. Das wissen alle und da kämpft die helle und die dunkle Seite, die kämpfen miteinander. Und je mehr negative Nachrichten kommen, je mehr Einschränkungen uns gemacht werden, umso stärker wird die negative Seite. Und je mehr wir aber da rausgehen, je mehr wir in das Positive gehen und das Positive anschauen, weil das gibt es ja auch, umso mehr wird die lichtvolle Seite gestärkt. Und deswegen bin ich heute für dich da. Ich möchte einfach, dass es deinem Herz ein wenig leichter wird, dass es dir besser geht. Und diese 10 Punkte, die werden wir jetzt zusammen besprechen, denn ich finde, die sind es wert, dass man die sich mal anschaut. Es fängt damit an, dass der Aufstieg
vorangeht. Wir wissen, wir sind in der Zeit der Übergangsphase und der Aufstieg geht voran. Und das ist ein wundervolles erstes positives Zeichen. Der Aufstieg geht voran und das zweite Zeichen kommt gleich danach, die zweite positive Nachricht. Es erwachen immer mehr Menschen. Und das ist doch herrlich, denn so mit jedem erwachten Menschen wird natürlich das Licht gestärkt. Und darum geht es uns ja, dass wir wirklich so viel Licht haben, dass das Kleine, was immer kleiner wird, das Dunkle gar nicht mehr auffällt und sich irgendwie dann auflöst. Das Dunkle ist jetzt eine Metapher für das Negative. Ja, und es sind schon zwei positive, superschöne Nachrichten. Oder der Aufstieg geht voran, immer mehr Menschen erwachen. Das ist wundervoll. Und wir finden in dieser Zeit jetzt Zeit für Meditation. Wir haben mehr Zeit für uns. Das ist der dritte wichtige Punkt, die dritte wundervolle Nachricht. Wir können uns diese Zeit nehmen. Wir sind mehr zu Hause und wir können wertschätzen, was zu Hause alles für uns da ist. Wir können es uns schön machen mit den Dingen von der Meditation, mit den Energien von der Meditation. Damit können wir es uns schön machen. Ist es doch toll, oder? Ich glaube, viele von euch nutzen diese Zeit für Meditationen. Und die Meditationen stärken uns ja dann auch wieder sehr, weil sie uns in die Mitte bringen, sie uns in den Kontakt zu den Engeln bringen und einfach ja ausgleichen und dann auch noch unsere Gesundheit fördern. Es ist ganz wichtig, dass man das auch weiß. Meditieren macht gesund. Man kommt in die Mitte, ist ausgeglichen, man heilt seinen Geist damit, weil der kommt damit zur Ruhe. Und dieses zur Ruhe kommen ist eine sehr gute Art und Weise, den Körper aus dem Stress rauszuholen. Also meditiert so viel ihr könnt, nutzt diese Zeit, denn man weiß ja nicht, wie es später wird, ob wir dann wieder so viel Zeit haben. Das war jetzt ein bisschen nicht richtig, was ich gesagt habe, denn die Zeit zu meditieren, wenn man das einmal angefangen hat, ich spreche jetzt von mir, dann will man die gar nicht mehr hergeben, dann gehört die einfach zum aktuellen Leben dazu und man meditiert sehr, sehr gerne. Also ich mache das so. Und dann gehe ich jetzt mal in die Corona-Szene zu den Masken. Das Positive für mich bei den Masken ist, dass ich finde, man schaut sich mehr in die Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt. Man schaut sich mehr in die Augen oder beobachtet die Menschen mehr mit den Augen und man spricht sogar mehr mit den Augen. Und das finde ich ist sehr schön. Man lässt sich also nicht mehr ablenken durch die anderen Gesichtszüge, die natürlich sehr wunderschön sind. Aber gerade die Augen bekommen eine viel größere Bedeutung oder das Lächeln, was dann sich in den Augen widerspiegelt, ist ganz, ganz wertvoll. Das ist also was Schönes, dass wir da unseren Sinn auf die Augen lenken und auch mit den Augen sprechen, mal so ein kleines Blinzeln oder so den Kopf nicken und dann auch mit den Augen dieses Strahlen zum Vorschein bringen. Das finde ich sehr schön, diese Entwicklung, weil man ja da keine Worte dafür braucht. Man kann also mit den Augen ja so viel ausdrücken. Und das wird irgendwie, dadurch, dass hier bis hierhin alles bedeckt ist, finde ich, unterstützt. Also mehr Aufmerksamkeit haben wir da auf unsere Augen. Was für mich auch noch sehr positiv ist, ist die Natur, dass wir mehr spazieren gehen als vorher, dass viel, viel, viel mehr Menschen auch Fahrrad fahren und spazieren gehen und einfach die Kraft der Natur, die Kraft der Erde nutzen und dadurch auch gesünder werden, dadurch mehr mit allem, was ist, verbunden sind und sich mehr erholen. Also das ist ein sehr schöner Aspekt, dass wir Menschen jetzt gerade in der Zeit einfach die Natur mehr wertschätzen, gelernt haben als vorher und auch viel mehr spazieren gehen. Das ist wirklich, wirklich gut. Und auch, denke ich, wenn es regnet oder wenn es dann schlechter vom Wetter wird, kann man trotzdem spazieren gehen. Man braucht ja bloß die richtige Begleitung. Das ist, ja, das ist einfach schön, in der Natur zu sein.
Und dann, was also auch auffällt, es gibt weniger Verpackungsmüll. Die Menschen, oder auch jetzt nicht die Menschen, die Menschen waren es ja schon länger darauf aus, also ich jedenfalls, so wenig wie möglich Verpackung zu produzieren. Und jetzt ist es also ja auch so, dass in den Supermärkten andere Verpackungen gemacht werden. Ja, dass nicht mehr so so viel Plastik ist, sondern dass man in Papier und solche Dinge einpackt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das tut ja unserer Erde auch ganz gut, wenn die Erde ja dieses Plastik, dass das nicht mehr so sehr produziert wird. Und das gilt auch, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass die Strohhalme verboten jetzt sind, die Plastikstrohhalme, und ja, die Gaststätten jetzt eben ausweichen müssen auf Papierstrohhalme oder auf Glasstrohhalme. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil da wurde ja auch unheimlich viel weggeschmissen dauernd und einmal benutzt und weggeschmissen und so. Also diese Wegwerfgesellschaft ändert sich, und das ist ein wundervoller Aspekt, finde ich. Denn so helfen wir unserer Erde, so unterstützen wir unsere Erde. Ja, und bei dem Punkt unterstützen, komme ich jetzt mal zu den Spenden. Die Spenden, also Smarana hat auch ganz viel gespendet für die ganzen Unwettergeschichten. Und mit Spenden kann man sowas Wunderschön ist, man kann geben. Man kann zum Beispiel auch ein hohes Trinkgeld geben für die Menschen, die jetzt die lange Zeit nicht gearbeitet haben oder so. Da kann man unterstützen. Das ist also auch was ganz Positives mit Spenden, sich gegenseitig unterstützen. Das ist, denke ich, für diejenigen, es muss ja auch nicht immer Geld sein, es kann ja auch was anderes sein. Ja? Ich weiß, dass es viele von euch auch machen, manche stricken und machen so Geschenke, also Spenden aller Art oder auch natürlich für die Obdachlosen, die es ja auch sehr schwer haben und die sich bestimmt freuen für jede einzelne Spende. Also das ist auch ein sehr positiver Punkt, den ich finde, den man wirklich auch erwähnen sollte. Und dann gibt es noch was Interessantes, und zwar in den Niederlanden, in Holland, gibt es den längsten solarunterstützten Radweg, einen Solarradweg. Das heißt, die solare Energie wird umgewandelt in Energie, also die Solarkraft der Sonne wird umgewandelt in Energie. Und das ist doch auch etwas, was ich finde, was unsere Unterstützung benötigt, denn das verschmutzt keine Umwelt, die Sonnenkraft ist sowieso da und wir können diese Energie nutzen. Ich könnte mir so gut vorstellen, wenn wir solche Autos hätten, wie wunderschön das wäre. Ja, wenn doch das endlich mal jetzt eine größere Form annehmen würde, dass wir mit solchen Autos fahren könnten. Da hätten wir die ganzen Ressourcen, die wir die ganze Zeit verbrauchen, die könnten sich erholen. Also das wünsche ich mir, dass das jetzt endlich mal auch für die Autos kommt, dass die Lobby da mal ein bisschen loslässt mit den ganzen Verträgen, die die untereinander haben. Und somit immer die alten Ressourcen immer mehr ausrauben, kann man schon sagen. Und wir, die wir eigentlich gerne andere Sachen wollen, gar nicht dazukommen, die zu bekommen. Also diese Solarenergie möchte ich gerne, dass die sich mehr ausweitet. Und was halt auch man merkt, es gibt immer mehr Bioanbau. Und das ist auch etwas sehr Positives, finde ich, Bioanbau, weil dort eben wir zurück zur Natur kommen und diese ganzen chemischen Dinge, die wir sonst bei allen möglichen Gemüsesorten mitessen, die sind ja nur schädlich für den Körper. Und von daher freue ich mich sehr, dass also auch der Biobau immer mehr zunimmt, der Bioanbau. Und wer einen kleinen Garten hat, der weiß, wovon ich spreche, denn es ist so schön, wenn man sieht, wie das Gemüse wächst, wie die Tomaten rot werden, ne? Und wenn man dann was ernten kann. Das ist einfach etwas Wunderschönes. Und das, meine Lieben, waren jetzt 10 positive Dinge,
die ganze Zeit geschehen und wo vielleicht man gar nicht so sehr hinschaut, weil man laufend abgelenkt ist von diesen anderen Nachrichten, die einen ja konfus machen, wenn man da drauf guckt. Meine Lieben, ich möchte euch damit wirklich sehr unterstützen und ich werde auch noch natürlich auf Telegram was dazu sagen. Auf Telegram sind wir mehr unter uns und da kann ich auch unzensiert sprechen und ihr lernt dort auch die ganzen Smarana-Partner kennen auf Telegram. Dort ist eine so schöne, positive Stimmung auf meinem Kanal und das freut mich wirklich sehr und ich darf euch auch allen danken, die ihr da gerne schreibt, denn es gibt ja auch einen Smarana-Chat, wo ihr mitreden könnt, wo ihr auch was dazu schreiben könnt und euch praktisch unterhalten könnt. Meine Lieben, ich danke euch sehr für eure Zeit, denn jetzt werden wir langsam in die schönen Energien der Meditation eintauchen und uns positiv aufladen und dieses schöne Hintergrundbild mit dem Meer und mit dem wunderschönen Himmel, das werde ich mal nutzen und mit euch so ein bisschen in die Energie hineingehen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude dabei und bis gleich. Muss mich einfach ein bisschen einsprühen. Das war jetzt die Namenenergie und die neue Zeit. Geliebter Mensch, mit großer Freude darf ich dich heute begrüßen. Ich darf dich begrüßen, in die positive Energie einzutauchen, die überall ist. Die positive Energie trägt Licht und Liebe und dieses Licht und diese Liebe strömen aus den höheren Dimensionen der Wirklichkeit zu dir. Licht und Liebe, das sind wundervolle Energien aus Gottes Feldern, von Smarana. Und somit begrüße ich dich sehr zu dieser Meditation. Und ich wünsche mir, dass du vollkommen entspannen kannst und loslassen kannst, loslassen von den vielen Dingen, die dich vielleicht belasten. All dies kannst du jetzt ablegen, denn diese Minuten, die jetzt folgen, das ist eine ganz heilige Zeit für dich. Es ist die Zeit der Liebe. Es ist die Zeit für dich ganz persönlich und es ist die Zeit der Kraft, der Heilung, der Neuausrichtung hin zum Licht, hin zum Positiven. Und so lade ich dich ein zu einem kleinen Spaziergang am Meer. Stell dir einfach vor, dass du mit nackten Füßen im Sand am Meer, am Strand stehst. Beobachte die Wellen, wie sie sich immer kleiner werdend bis zum Ufer zu dir bewegen. Und vielleicht kannst du ja das Plätschern der Wellen, das Rauschen des Meeres wahrnehmen. Und wenn du magst, dann kannst du ein, zwei Schritte weitergehen in Richtung zum Wasser. Deine Füße machen Abdrücke im Sand und das Wasser erreicht dich schon an den Zehen. Du fühlst die Kühle des Wassers.
und du fühlst gleichzeitig die Wärme der Sonne auf deiner Haut. Der Wind weht sanft durch deine Haare und du schaust verträumt einfach nur zum Horizont, an die Stelle, wo sich das Meer und der Himmel küssen. Genau dorthin geht dein Blick. Und du fühlst dich so entspannt, dass jetzt in diesem Moment sich deine Seele zu erheben beginnt. Deine Seele schwebt über dem Wasser in Richtung zum Horizont, denn dort befindet sich ein Tor. Und durch dieses Tor möchte deine Seele hindurch schweben. So lasse los und folge deiner Seele hindurch in das Tor zur Wirklichkeit. Durch das Sternentor hindurch in die Gefilde der bedingungslosen Liebe, des Friedens und der Kraft. Die Engel sind dir ganz nah, denn sie haben dich erwartet. Und so wirst du voller Liebe empfangen. Und die Engel laden dich ein in ein Feld von einer besonderen Energie einzutauchen. Es ist die Energie der Leichtigkeit, welche dich nun begrüßt und empfängt. Und so lasse dich tragen von dieser Leichtigkeit. Erlaube dir jetzt einmal, alles loszulassen, was dich belastet, was du mit dir trägst, was dir das Leben schwer macht. Und erlaube dir, einzutauchen in die Energie der Leichtigkeit. Sei glücklich wie ein junges Kind und träume von einer schönen Welt, voller glücklicher Menschen, voller Gleichgesinnter, und genieße diese Energie, denn die Engel, sie halten diese Energie liebevoll und in Achtsamkeit. Sie lächeln dir auch zu, denn sie wissen, wie gut dir die Leichtigkeit tut. Deine Seele beginnt zu strahlen. Und sie dehnt sich aus. Auch deine Aura beginnt zu strahlen und dehnt sich ebenfalls aus. Sie beginnt zu schimmern. Und die Energien der Leichtigkeit strömen nun in dich hinein. Sie nehmen dir wirklich alles, was du jetzt loslassen möchtest. Und so erlaube dir auch, loszulassen von allen Dingen, die dich belasten. Denn jetzt ist
die Zeit der Heilung, eine wundervolle Zeit der Heilung für dich, für Körper, Geist und Seele. Und so tragen dich die Engel sanft und voller Liebe wieder durch das Sternentor zurück bis zum Strand, an die Stelle, wo du standest, genau an die gleiche Stelle. Du tauchst mit deinen Füßen in die Fußstapfen hinein. Spürst Mutter Erde. Und weißt, dass du hier zu Hause bist. Du hast ganz viel Geschenke mitgebracht. Die Geschenke der Leichtigkeit. Und so gib ein wenig von dieser Energie an Mutter Erde ab. Lass sie einfach aus deinen Füßen hinausströmen, durch den Sand hinein in Mutter Erde. Sie freut sich sehr darüber, denn auch sie benötigt Leichtigkeit. Und so wird gleich alles besser werden. Nimm nun einen tiefen Atemzug und spüre, wie kraftvoll das Licht dich durchströmt. Du bist vollkommen in deiner Mitte, gut geerdet und leicht, voller Leichtigkeit. Gehst du nun die Schritte zurück zu deinem Hier und Jetzt, kommst langsam wieder in deinem Zuhause an und vielleicht möchtest du dich ja strecken und dich so richtig wohlfühlen in der Erinnerung an das, was gerade geschah. Und so nimm dir Zeit, um langsam wieder zurückzukommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso gut, wie ich mich fühle. Es ist auch so, ich fühle, dass sich die Erde auch jetzt mehr im Gleichgewicht befindet. Und das ist das Geschenk, was du der Erde gemacht hast, was jeder Einzelne heute der Erde gemacht hat. Ein wundervolles Geschenk. Und so kann das Gute sich weiter ausbreiten. Denn nach all dem Schrecken kommt etwas ganz besonders Gutes. Ich danke dir sehr für dein Licht und für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Küsschen und eine Herzensumarmung. Tschüss.